Es ist einer meiner großen Träume, alle bei uns in Europa vorkommenden Schalenwildarten einmal in der Natur zu beobachten und natürlich auch zu bejagen. Aus diesem Grund hat es mich heute nach Tschechien an die österreichisch-tschechische Grenze verschlagen, um dort auf eine ganz besondere Wildart zu weidwerken. Auch wenn das Muffelwild erst Anfang des 19. Jahrhunderts bei uns ausgewildert wurde, gehen die Bestände mittlerweile durch den gestiegenen Prädatorendruck, gerade hier durch den Wolf, bei uns deutlich zurück. Und so wollte ich unbedingt die Chance nutzen und auf einen starken, reifen Muffelwitter zujagen. Es war heute ein recht verregneter Morgen mit ein wenig Nebel. Wir sind uns den ganzen Morgen angesessen an der Wiese und haben darauf gewartet, dass aus dem Moldautal vielleicht die Muffel hochziehen zu uns auf die Wiese, an der Kehrung hin. Allerdings war es da recht ruhig. Wir haben zwar immer wieder Anblick gehabt, aber weil immer wieder nur Wildarten, auf die wir nicht aus waren. Zur Dammhirsch gekommen, ein bisschen Rotwild haben wir gesehen. Danach sind wir noch eine größere Runde pirschen gegangen. Auch da war es so, dass wir nichts gesehen haben. Und jetzt haben wir uns dann am Heimweg gemacht und haben dann hier vom Auto aus Rudel-Rotwild ausgemacht. Und dort waren auch ein paar Muffeln mit dabei gestanden. Wir haben eigentlich gemeint, wir probieren es jetzt einmal. Aber das ist nicht ganz ideal jetzt gerade. Der hat Angst, dass wenn wir jetzt da losgehen, dass es Rotwild, was ein bisschen weiter vorne steht, sich aus dem Staub macht und dann die Muffel mitwechseln. Deshalb haben wir gesagt, wenn wir das Ganze jetzt auf Nacht in Angriff nehmen und ja, lassen wir es gut sein für den ersten Morgen. Und ich denke, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, da wird sich schon noch was tun. Am Abend ging es dann genau dorthin. In einem kleinen Waldgebiet startete unsere Pirsch direkt entlang der Wiese, an der wir die Muffel am Vormittag ausgemacht hatten. Und es ging wirklich spannend los. Auch wenn wir immer wieder tolle Beobachtungen machten, vom Muffelwild fehlte zunächst jede Spur. Doch dann, im letzten Licht, thank you.
Auch wenn die Lebensbedingungen bei uns in Deutschland nicht ganz ideal sind, waren die Mufflons hier weit verbreitet. Ursprünglich in steinigen und felsigen Gebieten beheimatet, finden sie sich auf unseren sandigen und weichen Böden nur schwer zurecht, was sich oft durch Entzündungen und Erkrankungen der Klauen bemerkbar macht. Auch das angeborene kurze Fluchtverhalten macht es Prädatoren wie beispielsweise dem Wolf leicht, Muffelwild zu fangen. So sind beispielsweise in der Lausitz oder in Teilen Niedersachsens die Muffelbestände dem Wolf zum Opfer gefallen. Wir haben jetzt hier eine Kanzel bezogen und es hat auch nicht lang gedauert, bis wir jetzt den ersten Anblick hatten. Es ist hier schon einiges los. Ein wirklich starker Muffel betrat die Bildfläche. Das ist Kaliber 308, 308. Und Patrone? Normal? Let free, bleib frei. Sakko, Powerhead Blade. Ja, in Ungarn.
Ja, irgendwie ist das gerade alles noch ein kleines bisschen surreal. Wir sind heute früh auf den Hochsitz, auf die Kanzel rauf und hatten jede Menge Anblick. Schwarzwild, Rotwild und ziemlich zeitig zog ein Muffelwild raus. Und da jetzt aktuell gerade die Brunft beim Muffelwild im Gang ist, konnte man zwei Widder beobachten, die sich um einen Traf bemüht haben. Und mein Pischführer hat dann den ersten so als Bronze zu Silbermedaillen wieder angesprochen. Es war noch recht dunkel, also wir lassen uns jetzt Zeit. Und dann hat sich herausgestellt, der zweite ist wirklich ein starker Widder, ein reifer Widder. Ja, und wie es dann gut passend war, habe ich mich dazu entschlossen, den zu schießen. Und es werden so 150 Meter gewesen sein. Der Widder lag im Knall. Ich bin immer noch überrascht. Ich habe hier jetzt längere Zeit gesucht, ich finde keinen Einschuss. Man sagt auch immer, dass die recht schusshart sind. Man sieht auf der anderen Seite einen ganz leichten Ausschuss. Aber es hat gut funktioniert, Muffel liegt und ich bin gerade überglücklich. Ja, wir hatten hier gestern Abend die Muffel ausgemacht. Die sind hier in dem Eck rumgezogen. Die haben momentan auch ziemlich mit dem Wolf zu kämpfen, deshalb da gibt es ein paar Ecken, die ein ruhiger sind, da ziehen sie dann öfter hin. Und so war es jetzt mir möglich, dass ich heute früh den wieder hier strecken konnte.